Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit dem Extreme Zock. Hallo. Und dem Faustus Zock. Ja, moin moin. Und wir haben die Hölle gefunden. Richtig. Irgendwie. Also in einem ganz engen Loch. Es fing in einem engen Loch an. Dann hat sich das zur Hölle entwickelt. Ja, wir waren ja in der letzten Folge am Ende, waren wir ganz oben noch. Und wollten uns ja... Mann, Spinnennetz, Gedanken darüber machen, wie wir hier hochkommen und so. Huch. Beziehungsweise runterkommen. Komm nicht mehr raus. Das ist gerade, ich komme ja aber auch nicht weg, verdammt. Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Warum komme ich nicht mehr raus? Hat sich das verkrampft? Ganz im Ernst, daran habe ich auch gerade gedacht, ich wollte es nur nicht sagen. Eben gerade war ich da auch stunden und bin ganz normal rausgekommen. Oh, Mann, ey. Oh Gott, hör auf. Ich komme hier wirklich... Ich hüpfe rum wie blöd, mal, was ist denn los? Geh mal da weg, Bubi, verdammt. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Oh nein, jetzt komme ich auch nicht mehr weg. Oh, was zur Hölle, ey. Ja, die Hölle halt, ne? Oh, ey. Also nicht so geil, ja? Nee, nicht ganz so erfrischend. Erfrischend? Vor allem so trocken da unten, ne? Ja, aber sowas von. Oh, jetzt hört auf. So, jetzt kommt man dir wieder raus. Das war wunderbar. Sicher? Ja, man kommt raus. Oh, was für eine Folge. Ja, die Folge kommt dann für FSK 18. Ganz ehrlich, ich komme trotzdem nicht raus. Was ist dein Ernst? Ja, warte, jetzt. So, jetzt das Ganze nochmal zu zeigen. Letzte Folge, am Ende standen wir hier oben, haben gerätselt, wie kommen wir hier runter, dann habe ich ein bisschen hier gebastelt. Und ja, wir haben jetzt einen Weg, der zumindest hier in den ersten Stollen führt. Dort haben wir auch reichlich Ressourcen. Auch da hinten sieht das ganz interessant aus. Kommen wir da irgendwie rüber? Ja, das ist Sandstein dazwischen. Aber ich bin jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen neugierig, was da unten so ist. Deswegen gehe ich jetzt mal wieder in den selbstgebastelten Aufgang. Um mal zu erforschen, was da unten ist. Denn ich bin ja leidenschaftlicher Höhlenforscher. Ich weiß nicht, was ihr habt, also... Also ich sag mal so, extremer Geschmack. Nein! Bist du jetzt gestorben, oder was? Nein, ich habe mein Bein gebrochen. Nein. Ehrlich jetzt? Ja. Ein Gliedmaßenbruch, ja? Aber hat jemand Stoff? Ja, ich habe auch nicht viel. Also sagen wir mal so, ich kann meine Jacke scrappen. Die ich hab zwei. Das ist super. Kommst du wieder hoch oder soll ich runterkommen? Der kommt nicht mehr hoch. Komme, versuche hochzukommen. Oh Mann. Er versucht hochzukommen. Mit einem gebrochenen Gliedmaß. Oh nee, was ist denn jetzt hier? Was geht? So. Die Höhle des. So. Oh, jetzt komm doch. Geht doch. Ich hab es da hingeworfen irgendwo. Ja, super. Hab's, danke schön. So. Ja, bitte. Dann machen wir mal einen Splint. Das war mir so klar, ne? Beinbruch jetzt gerade erst weg in der letzten Folge. Ja. Ach, Durst haben wir auch noch. Ja, also ich hab auch die ganze Zeit extrem Durst. Ich hab jetzt auch schon gar nichts mehr. Trinken dabei. Wenig mitgenommen. Also ich kann auch trinken abgeben. Ich auch noch. Ellie ist ja super. Die Wellness ist auf 89. Finde gar nichts. Wie lange hält denn jetzt der Bruch? Auch meine Jacke ist auch fast kaputt, das ist gar nicht gut. Der Bruch hält 2,5 Ingame-Stunden. Das ist ja auszuhalten. Ich muss nur aufpassen. Also eine kleine Verstauchung. Ja, wenn da jetzt nichts Gravierendes passiert, dann ja. Hast du nochmal Glück gehabt? So, jetzt gucken wir aber mal hier unten nach. So, ich glaube eisenmäßig.
Da ist noch was. Junge, 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 was für ein Start hier. Sehr überragend. Was ist das denn hier? So, das Eisen geht mir hier aus. Boah, das geht ja noch sehr viel weiter hier. Da komme ich aber nicht durch, ne? Nein. Schade. Hey, Ruby. Hi. Da ich ja neugierig bin, hau ich das mal eben weg und schau mal danach, was wir da in diesem Höhlenkomplex noch haben. Ist zwar nicht sehr produktiv gerade, aber naja, so erschließen wir zumindest mal die Höhle hier. Geht eigentlich. Na, verdammt. Nur, dass ich jetzt die Eisenader, glaube ich, hier weggeballert habe. Ach, ich bin jetzt auch noch überhitzt hier. Toll. Muss ich mal die Klamotten ausziehen. Ja, musste ich ja auch schon. Also da ist die andere Höhle von uns besser, weil, ja, da friert man im höchsten Falle. Aber hier ist auf jeden Fall auch reichlich zu finden. Definitiv. Hier unten sind zwar nicht so viele Rohstoffe jetzt, aber die Höhle ist halt hier richtig groß. Hä, wo geht's denn da lang? Hm. Okay, oh, nirgendwo mehr. Ich glaube, ich habe das Ende dann hier dann doch gefunden. Bräuchte mal was zu trinken, ich bin jetzt auf 0%. Mal wieder. Oh. Ja, warte. Danke, danke. Hast du? Mhm. Ich hoffe, das reicht auch. Oh, hier sind doch noch richtig viele Ressourcen hier unten. 82% habe ich jetzt wieder. Na gut. Aber ich muss da mehr Klamotten ausziehen. Ja, also extrem. Ich würde vorschlagen, also hier ist zwar auch noch wirklich viel, aber ich gehe zurück in diese anderen Stollen, weil das da mit der Temperatur besser geregelt ist. Also ich komme jetzt klar, wo ich die Jacke aus habe. Und ich sag mal so, wir haben jetzt eh schon wieder 17 Uhr. Groß jetzt da noch durch die Gegend tanzen, ist jetzt eh Blödsinn. Ah, stimmt, hast recht. Dann grabe ich hier auch noch ein bisschen Ressourcen. Ich fange schon mal ein bisschen an zu scrappen. Oh, gute Idee. So, dann machen wir Stein. Nee, Stein nicht. Nee. Ach komm, dann machen wir nochmal einen 500er. Ja, haben wir 10 Minuten jetzt. Ah, Potassium ist voll. Jetzt nicht so wichtig. Da ist hier eh nicht so viel. Ja, hier unten haben wir schon die Stalagniden und Stalaktiten, die überall rumhängen. Will ich mal gucken, in welchem Loch der extrem sich hier rumtreibt. Oh, nee, ne? Was hast du? Hat jemand noch eine Bandage für mich? Ja, hab ich. Denn du? Ganz eine Bandage? Bandage hätte ich aber auch noch. Oh. Uah, komm hier nicht hoch. So, liegt hier irgendwo. Da ist da runtergefallen. Danke. Ja. Ich weiß gar nicht, ich finde gerade gar nichts mehr. Oh, da runter jetzt. Nee, lass mal. Lohnt sich auch nicht mehr. Ah, komm hier hoch, Junge. Hm.
Ja, hier oben ist, glaube ich, alles durch, ne? Oder? Ist jetzt auch nichts mehr gefunden. Hier unten ist noch mehr als genug. Ja, aber den Weg kann ich mich jetzt mal lieber eher auf dem Rückweg machen. Oh, ich guck hier oben noch mal, ob hier noch irgendwo was ist. Sieht da nicht aus wie Eisen? Das ist ja voll die komische Stelle. Hier fliegt man echt hoch. Bin da noch gar nicht hochgeflogen. Ja, jetzt gerade auch schon wieder. Na, ich bin ja vorhin auch hochgeflogen. Naja, haben wir nicht ganz so viel Eisen diesmal. Aber wir waren ja auch spät hier, ne? Hau ich hier nochmal paar Bäume weg. Oh, die Picke ist auch schon wieder kaputt. Ja, ja. Ja, die Picke repariere ich jetzt besser auch mal. Oh, ein paar Setzlinge mitnehmen. Haben wir nicht zu Hause mehr als genug? Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Boah, ich glaube fast 100 oder so. Ja, okay, das reicht. Ach nee, Picke kann ich jetzt gar nicht reparieren. Ich bin das ganze Eisen am Scrappen. Lassen wir jetzt auch erstmal. Ah, oh, Wellness, ey. Oh, aber wir haben wieder ein Nest gefunden. Wunderbar. So, die Schwimmbuchs rennt jetzt mal nach Hause, ne? Ja. Ja. Um 19 Uhr komme ich jetzt auch nach oben. Lieber noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ich will auf jeden Fall hier noch ein bisschen Eisen jetzt bis 19 mitnehmen, damit sich der ganze Ausflug auch gelohnt hat. Natürlich, jetzt haben wir halt eine neue Höhle erschlossen hier, wo noch mehr Ressourcen sind, aber ja, ich glaube, mit der anderen zusammen haben wir noch mehr als genug Eisen. Ja, dicke. Können wir ja mal gucken am Rückweg, dass wir noch irgendwie... Also wenn ich jetzt noch ein Wildtier hier finde, dann jage ich den auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, fleischmäßig weiß nicht mehr so unendlich viel, oder? Nee, das glaube ich nicht. Aber wir können ja auch noch Gläser einschmelzen und dann können wir mit den eingeschmolzenen Gläsern mal Wasser schippen und dann Wasser abkochen. Ah, ich meine, wir haben drei, vier Stacks leere Gläser, haben wir. Ja, aber um dann Weizenbrot zu machen, also Corn Bread, da brauchst du ja immer ein Glas Wasser für ein Brot. Das ist dann auch weg, ja? Ja. Deswegen wäre es dann ganz gut, wenn wir da reichlich hätten, weiß ich nicht, sage ich mal. So 300 Gläser Wasser. 300? Ja. Heiliger. Ja. Machen wir. Da vorne ist irgendwas. Ist das ein Schwein? Ja, ne? So, jetzt komme ich aber auch mal raus hier. Ach, getroffen. Rennt weg. Das Schwein ist voll hochgeflogen gerade. Das ist super geil. Nee, dann geht das. Mal wieder Fleisch. Oh, diese Ausdauer, ey. Das ist nicht dein Ernst. Was hast du? Ich bin runtergefallen. Die Wand hat mich weggedrückt irgendwie. Und das heißt? Tot? Bein gebrochen.
Entschuldigung, aber so lustig. Müsste ich, glaube ich, jetzt wirklich mal eine Rampe bauen, Faustus. Echt, ne? Flaschenzug oder so, damit wir den ablassen können und bergen können, wenn er mal wieder runterfällt. Ah, die Wand hier ist echt ätzend. Die drückt einen ja andauernd immer runter, wenn man noch hochspringen will. Ja, genau. Die Wand. Ja, ja, sicher. Garantiert. Ja, ja. Naja. Man selbst kann gar nicht schuld sein. Man ist ja so, so professionell, das geht gar nicht. Richtig. Das ist ja. Das oh, ich hab Honig gefunden. Na, Junge, Junge. Haben wir eigentlich noch, wie hieß das? Clay? Haben wir nicht. Was haben wir? Clay? Nee, haben wir nichts mehr. Och, nee. Ey, das ist ein Witz, jetzt ganz ehrlich. Wieder 3 Tage, oder was? Da diese blöde Stelle, wo man hochfliegt, da wo der Faustus eben auch rumgeflogen ist, bin ich auch hochgeflogen und daraufhin habe ich mir nochmal das Bein gebrochen. Ja. Ich habe die Erde da mal weggeschaufelt, damit man da nicht immer hochpackt. Ein Hund. Oh, nee, ne? Super. Ah. Oh, Penner, ey. Ja, da bin ich ja mit meinem Beinbruch ja noch gut bedient, ne? Ich habe das Knurren schon gehört, aber ich habe den Affen nicht gesehen, ey. Dann denke ich mir, gut, gehst du weiter. Naja, gut. Rucksack holen. Ah, ich bin zu Hause. Yay. Ich mache mal, kann ja mal eben schon mal. Kotten mache ich mir ganz schnell mal eine Bandage. Das blind meine ich. Kann ich ja schon mal das Fleisch auf den Grill schmeißen. Ha. Wenn wir schon mal hier sind. Na gut, ich hatte es aber jetzt nicht mehr so weit. Das geht, glaube ich. Ich glaube, ich war bei dem Bunkerhaus da. Trotzdem, ey, so komme ich mit der Wellness nie nach oben. Drecksköter. Tja, das ist natürlich ärgerlich. Und ich glaube, also getötet habe ich den nicht. Ist das dein Ernst? Ist das dein verdammter Ernst? 3 Tage? Oh. Das wird ja. Boah, also hast du in der, wenn die Horde kommt, hast du noch was von einem Beinbruch. Ja. Super. Das freut mich tierisch. Ich glaube, ich esse mir dann eine Glasscherbe, wenn ich zu Hause bin. Ja. Weil da habe ich lieber 79 Wellness als, keine Ahnung, 3 Tage. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ist auf jeden Fall sehr nervig. So, hab einen Rucksack und wieder nach Hause. Das ganze Spielchen wiederholt sich hier, ey. So, wo ist ja meine Armbrust? Die ist. Wo ist denn die? Da. Und diesmal verbarrikadiere ich mich nicht in einem Haus. Ich renne jetzt einfach nach Hause, egal was kommt. Ja, ich schaff's aber bis 10 Uhr nicht mehr. Nee, schaffe ich auch nicht. Wo ist denn die Ruby abgeblieben? Bin gerade hinter dir. Achso. Ja, irgendwie wie eben, ne? Wir haben uns fast jetzt auf derselben Stelle wieder getroffen, ne? Jetzt düst du gleich wieder an mir vorbei, weil du mehr Ausdauer hast als ich. Mhm. Ja, und schlägst mir die Nase, die Tür vor der Nase zu. So ist es. Und das immer wieder Spaß macht. Es ist immer irgendwie alles das Gleiche, ne? Und ich wieder mit Beinbruch nach Hause. Die ist echt jetzt wieder an mir vorbeigerannt. Ja, und ich habe wieder das Bein gebrochen. Irgendwie Déjà-vu, ne? Das ist immer noch dieselbe Folge. Pass auf. Oh, scheiße. Ja, stimmt. Ist es immer noch dieselbe Folge oder haben wir sie die ganze Zeit an der Nase herumgeführt? Das erfahren Sie am Ende unserer Sendung. Oh. Na, wer kennt's noch?
mir was. X-Faktor? X-Faktor, genau. Das Unfassbare. Genau, das ist ja auch gerade das Unfassbare. Schon wieder mit Beinbruch nach Hause. Schon wieder nicht vor 10 Uhr zu Hause. Ey, wir haben Fans vor der Tür. Mhm. Ja, dann erledig die mal, weil ich bin auf dem Weg. Ich glaube, das ist mehr als ein Fan. Ja, sind drei. Diese genau an der Tür. Und wo bist du? Oben. Ach, da. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer, ja. Ruhe. Oh, wieder Ruhe hier. Ruhe im Karton. Okay. Ja, ich weiß. Normalerweise wären wir jetzt am Folgenende, aber jetzt hier zwischendurch, jetzt während ich gerade draußen am Rennen bin, ist ganz schlecht. Ah, immer mit der Ruhe. So, Eisen. Klopp ich die jetzt noch da rein oder nicht? Oder soll ich die scrappen? Ach, guck mal, ich hab noch zwei. Ah, komm. Ein Stack, tu mal in die Forge rein. Ach, da ist das Forge-Haus und der Bunker, aber hier bleibe ich jetzt nicht. So, komm, Stein mal da raus. So, wie war das? Glas haben wir da auf jeden Fall drinne. Also Glas Dingensen machen, ja. Ja, also Gläser kannst du ruhig mal, weiß ich nicht, 300 raushauen. Hab aber gar keine Gläser. Nicht? Also in der. Keine Jar. Ach da, Gläser, da sind sie doch. Was hast du gesagt? 300? Ja. Also 240 geht maximal. Na gut, dann haben wir nicht genug Glas, beziehungsweise ja, Sand eingeschmolzen oder so. Also ich mache jetzt 240 dran. Ja. Okay. Gut, dann nehme ich mir noch, falsche Kiste. Nehme ich mir noch ein paar Stacks von den Gläsern hier und mache auch noch Wasser. Nein! Hunde! Hä? Auch noch. Wo bist du denn? Oh. Ich bin Biohazard. Aber Hund ist tot. Ich hab Honig. Auch nochmal Kohle, wie oft wir Kohle auf dem Weg noch nicht gesammelt haben, aber im Endeffekt schon so viel gesammelt haben. Toll, Biohazard und Bein gebrochen, das ist natürlich eine super Kombination zum Rennen. Ich bin aber jetzt gleich da. Was ist denn hier los? Ob ich die Shift-Taste gedrückt halte. Dennoch die ganze Zeit. Okay. Ah, jetzt ist sie weg. Ah. Keine Ahnung. War gerade irgendwie Fehler. So, dann machen wir mal 45 Gläser Wasser fertig. So, so, so. 240 Gläser. Da ist Aha. Die Heimat, jawohl. Geile ist, man kann die gar nicht durchcraften lassen, weil immer nur die 15. sind ja nur 15 stackbar, genau. Also muss man
die immer wieder rausholen. Oder ein zweites Feuer machen. Hinter dir kommt ein Zombie, hinter dir. Gut, wie wir beide getroffen haben. gut, wie ich hier festhänge. Also ich drück auf Waffe wechseln und der wechselt erst, keine Ahnung, fast eine Minute später die Waffe so ungefähr. Ist gerade irgendwie nicht am schnellsten mit dem Waffenwechseln. So, aber jetzt können wir ruhig die Folge beenden. Alles klar, denn geschafft. Dann bedanken wir uns jetzt fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, einen wunderschönen guten Abend, Tag, wann ihr immer das Video guckt. Tschüssi. Ciao. Ciao.